Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bildkritik. Auch heute habe ich wieder einige interessante Bilder von euch zugesandt bekommen und diese möchte ich jetzt durchgehen und wie immer erwähnen, was mir an den Bildern besonders gefällt, was nicht ganz so und was ich vielleicht anders gemacht hätte. Viel Spaß! Starten wir doch einmal mit dem Haubentaucher, einem juvenilen Haubentaucher, den ich von Elias zugesandt gekriegt habe. Natürlich ein sehr schönes Motiv, ich fotografiere Haubentaucher auch immer wieder gerne. Du hast hier eine wunderschön flache Perspektive. Ich nehme an, du warst 1-2 cm über der Wasseroberfläche und das wirkt wirklich gut. Das gibt eine Nähe zum Tier. Das gefällt mir sehr gut. Auch das Licht ist schön. Ihr seht, der Haubentaucher selbst ist im Schatten, aber das Ufer hinten dran, das wird noch von der Sonne bestrahlt und leuchtet daher richtig. Und dass sich das ganze Ufer in diesem See oder Teich spiegelt, leuchtet auch das Wasser. Und es gibt dann auch so einen schönen Kontrast, so einen schönen Farbkontrast mit diesen Orangetönen, Gelb-Orangetönen im Hintergrund und der etwas kühleren Farben des Haubentauchers im Vordergrund. Wenn wir gerade von den kühlen Farben sprechen, generell finde ich, könnte man den Weißabgleich noch ein wenig anheben, dass das ganze Bild noch etwas wärmer wird. Denn wenn ich jetzt auf die Gesichtspartie des Haubentauchers schaue, dann finde ich, ist diese doch etwas bläulich noch. Generell würde ich auch den Kontrast etwas anheben. Mir fehlen hier wirklich die Weißtöne, also das, ich finde, man darf wirklich sehen, dass das eben die hellen Bereiche des Haubentauchers praktisch weiß sind. Also da würde ich den Weißtöne noch etwas anheben und dann würde das Bild noch etwas mehr knallen. Ansonsten gibt es hier wenig zu sagen. Den Hintergrund, den könnte ich mir noch etwas aufgelöster vorstellen, aber das ist halt einfach ein Wunsch, den ich jetzt hätte. Ich habe mir einmal die EXIF-Daten angeschaut und du hast so weit reingezoomt, wie du konntest. Du hast die Blende so weit geöffnet, wie du konntest. Das heißt, in diesem Moment konntest du nicht mehr machen, um den Hintergrund mehr aufzulösen. Das Einzige, was geholfen hätte, wäre, wenn der Haubentaucher noch näher gekommen wäre, aber man kann ja nicht alles haben. Ich hätte hier vielleicht noch links und unten ganz wenig geschnitten, um den Haubentaucher selbst noch etwas größer ins Bild zu bringen, aber wirklich nur minimalst. Das zweite Foto zeigt ebenfalls wieder einen Vogel. Yannick hat diesen Buchfink hier fotografiert und ich finde es immer schön, gerade bei Singvögeln, wenn man diese auch einmal fotografiert, wenn sie eben singen, dann kommt etwas Action ins Bild und die Bilder unterscheiden sich gerade von den normalen Fotos, wo die Vögel nur so reinschauen. Ich finde Farben und Licht hier sehr angenehm. Ich nehme an, nach Sonnenuntergang fotografiert oder einfach an einem bewölkten Tag. Allerdings, wenn ich hier genau hinschaue, sieht der Buchfink selbst etwas verwaschen aus. Das Foto wurde bei 2500 ISO aufgenommen und Bildrauschen sehe ich relativ wenig, deshalb vermute ich, du hast das Foto entrauscht. Das spricht auch absolut nichts dagegen. Allerdings würde ich dir raten, den Vogel selektiv zu entrauschen, das Bild selektiv zu entrauschen, Entschuldigung, also den Vogel nicht zu entrauschen, nur den Hintergrund. Oder je nachdem, welche Software du verwendest hast und welche genauen Einstellungen, kann man sogar, wenn man keine Maske machen möchte, sondern das Ganze global entrauschen, gibt es mittlerweile Software, die das relativ gut beherrscht. Vor allem, wenn man dann diesen Parameter Details erhalten oder wie auch immer der dann genau heißt, mit dem ein bisschen hochgeht, dann denke ich, würde sich selbst auf globaler Ebene noch mehr machen lassen. Ich benutze hier die Denoise Software von Topaz. Ich verlinke einmal ein Tutorial noch unten, wie ich das gemacht habe.
Aber ich denke auch mit den Bordmitteln von Lightroom oder Capture One sollte sich noch etwas mehr rausholen lassen. Ansonsten gefällt mir der Bildaufbau eigentlich recht gut. Ich hätte mich vielleicht für das klassische 3 zu 2 Format entschieden. Also rechts noch etwas mehr Platz. Und die Sitzwarte, muss ich sagen, die ist relativ dominant für meinen Geschmack und halt etwas anthropogen. Also ich nehme an, das ist ein Zaunpfosten oder so. Wenn es geht, dann bevorzuge ich immer natürliche Ansitze, also Äste, Steine, Waldboden. Auch hier dranbleiben. Ich bin sicher, vielleicht schon bei Bildkritik Nummer 7 oder 8 sehen wir von dir ein Buchfinkfoto, das noch besser ist. Als nächstes ein Säugetier, ein Luchs, den Horst aufgenommen hat, und zwar in einem Wildpark, denn zumindest in unseren Breitengraden sind die in der Natur ja nicht so häufig anzutreffen. Glücklicherweise geht es langsam hoch mit dem Trend, aber bis wir hier viele Fotos von freilebenden Luchsen sehen, geht es vermutlich noch etwas. Mir gefällt hier der Blick durch das Gebüsch recht gut, diese grünen, unscharfen Flecken, die man vorne dran vor dem Fell des Luchses sieht, die gefallen mir gut. Das zeigt für mich ein bisschen die verborgene Lebensweise vom Luchs. Auch vom Licht her passt es, war bei Sonne aufgenommen, aber dadurch, dass das irgendwie halt durch die Bäume kommt, wirkt es gar nicht so hart. Das Bild ist gestochen scharf, gefällt mir wirklich, wie man hier ja, das Fell schön sieht, jedes einzelne Haar. Ja, wenn ich einen Kommentar hätte von der Bildgestaltung: Oben hast du relativ viele von diesen Weißbuchenästen noch im Bild. Die bringen meiner Meinung nach nicht wirklich viel fürs Bild selber. Im Gegenteil, sie lenken sogar etwas ab, da diese teilweise relativ hell sind. Und handherum fehlen die Beine des Luchses. Also ich denke, ich hätte hier nach unten geschwenkt, damit ja man die Beine vom Luchs noch sehen würde. Ich finde, das würde ein bisschen einen harmonischeren Bildaufbau geben. Und generell hätte ich vielleicht ein ganz Ticken rausgezoomt. Du hattest ein Zoom-Objektiv und auch rechts ist der Luchs ganz knapp angeschnitten. Aber das sind wirklich, es ist nicht viel, das hier fehlt, meiner Meinung nach. Dieses Bild hat mir Dennis eingeschickt. Von einem Rotkehlchen, und was mir als allererstes aufgefallen ist, ich finde das Licht irgendwie traumhaft, so ein wirklich weiches Licht mit gesättigten und trotzdem sehr sanften Farben, sehr sanften Kontrasten, und trotzdem hat man von weiß bis, also fast weiß beim Gefieder bis fast schwarz unten bei diesem Ansitz, irgendwie alles drauf, aber eben mit weichen Übergängen. Die Schärfe ist auch hier unglaublich gut, also man sieht jede einzelne Feder und das zaubert mir jedes Mal ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Auch der Hintergrund gefällt mir sehr gut, dieses Braun ist sehr natürlich, das verbinde ich zumindest direkt mit Gebüsch. Und hinten dran diese helle Flecken im Hintergrund können ablenken meiner Meinung nach, aber hier finde ich, tun sie es überhaupt nicht. Sie geben noch ein bisschen Abwechslung ins Bild, das gefällt mir gut. Ich könnte mir vorstellen, dass diese hellen Flecken vielleicht Schnee sind. Ich weiß nicht, ob das bei einer Winterfütterung entstanden ist. Jedenfalls gefällt mir gut, gerade da diese Flecken eben unscharf und groß und sehr sanft im Übergang sind. Die Bildgestaltung gefällt mir ansonsten auch gut, dass du allgemein etwas Platz um das Rotkehlchen gelassen hast und besonders in Blickrichtung noch etwas mehr Platz. Der Ansitz selbst, den finde ich etwas dominant, diesen, ja nicht Baumstrunk, aber diesen alten Ast. Nicht extrem störend aber. Was mich hier mehr stört, sind diese kleinen, feinen Äste, die hier durchs Bild gehen.
Wie gesagt, wenn es an einer Winterfütterung entstanden ist, dann könntest du fürs nächste Mal die kleinen Äste ja wegnehmen. Bei Wildlife ist es schwieriger, das ist mir klar. Eigentlich ist es auch nur dieser eine kleine Ast oben, ehrlich gesagt, der durch das Gefieder vom Rohrkehlchen geht. Die unten dran bei den Füßen, die finde ich, stören jetzt nicht so. Alles in allem aber ein sehr gelungenes Bild, wie ich finde. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das jetzt das erste Nicht-Tierfoto in meiner Bildkritik-Serie. Daniel hat mir dieses Bachfoto zugesandt. Ich finde das gut. Ich fotografiere auch gerade im Herbst gerne Bäche. Das Foto an sich finde ich etwas überladen, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte das Problem, als ich darauf geschaut, wenn ich darauf schaue, dass das Auge irgendwie für mich nicht wirklich einen Fixpunkt findet, auf das ich mich konzentrieren kann. Ich schaue immer etwas umher, einmal links auf die Äste, rechts auf das sehr schöne Moos. Dann bleibt mein Blick wieder etwas bei dieser Stromstelle in der Mitte hängen, aber er wandert wieder weg. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, am Anfang war ich mir nicht sicher, ob es einfach nur ein Bach ist oder ob hier noch sich ein Vogel oder ein Feuersalamander oder sonst etwas versteckt. Ich denke, wenn das Hauptmotiv der Bach sein sollte, dann würde ich darauf achten, dass das auch so rüberkommt, dass das drumherum mehr in den Hintergrund gerät oder zumindest nicht das Hauptaugenmerk auf einen lenkt. Konkret in diesem Fall würde ich mich jetzt auf den Bereich in der Mitte, auf diesen Mini-Wasserfall konzentrieren. Das heißt, entweder näher rangehen oder mit einem leichten Teleobjektiv arbeiten, wirklich einen feineren Ausschnitt wählen und wirklich dann den schön zur Geltung bringen. Und ich denke, da könnte man noch sehr viel aus der Situation rausholen. Das Licht generell ist sehr angenehm, auch hier bei bewölktem Wetter fotografiert. Das finde ich für die Bachfotografie sehr schön, entweder bewölktes Wetter oder sogar bei leichtem Regen. Allerdings ist die Belichtung etwas zu hell geraten. Also man sieht hier die hellen Bereiche des Wassers, dort wo viel Wasser fließt, die sind ausgebrannt. Also hier sehen wir keine Struktur mehr darin. Und ja, beim nächsten Mal würde ich da vielleicht auch noch ein bisschen auf die Belichtung achten. Somit kämen wir zum letzten Foto von heute. Das hat mir Nisse zugesandt. Und zwar zeigt es einen alten Strandläufer in herrlichem Abendlicht. Wirklich mit schönen, warmen Farben. Und was mir auch gefällt, der Vogel. Der Artenstandläufer, der ruht sich gerade aus mit dem Schnabel im Gefieder drin, das Auge nur so ganz, ganz wenig geöffnet. Und das ist eigentlich sehr schön, denn es zeigt, finde ich, immer, dass man die Tiere nicht stört. Also ab dem Zeitpunkt, wo Tiere beginnen sich zu putzen, vor einem einzudösen, zeigt das wirklich, dass man sie nicht mehr stört, dass sie einen nicht als Gefahr wahrnehmen. Und ich finde, dieses Foto strahlt auch in diesem Sinne eine gewisse Ruhe aus. Sehr schön gefällt mir auch diese Spiegelung, die man unten noch drauf hat. Auch die Bildgestaltung ganz generell mit diesem Baumstamm, der so leicht diagonal durchs Bild läuft und so ein bisschen Spannung reinbringt, gefällt mir gut. Ja, wenn wir beim Baumstamm sind, das ist vielleicht das Einzige, der ist mir vielleicht ein klein wenig zu dominant. Also eben, wie gesagt, ich finde es schön, dass da er schon da ist, dass er so leicht diagonal durchs Bild läuft. Noch schöner fände ich, wenn der Alpenstrandläufer jetzt hier nur auf einem kleinen Steinchen hocken würde und hinten wieder nur Wasser als Hintergrund wäre. Ich denke, das würde den Fokus noch etwas mehr auf den Alpenstrandläufer legen. Aber das ist mehr so ein Wunschprogramm. Ich meine, da konntest du konkret jetzt hier nichts anders machen. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, besonders ihr, die mir die Fotos zugesandt habt, konntet profitieren, aber vielleicht auch andere Zuschauer haben einige Inputs und Ideen erhalten. Wenn ihr eure eigenen Bilder in einem solchen Video sehen möchtet, dann schickt mir diese einfach zu an info@naturfotografie-fop.ch.
Ich habe sehr viele Einsendungen gekriegt in letzter Zeit, daher könnte es ein Weilchen dauern, bis ihr euer eigenes Bild sehen werdet. Aber seid geduldig und schaut einfach immer wieder am Kanal vorbei. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, macht's gut und bis bald. Ciao!